Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Letztes Mal haben wir eine radikale Gruppe politischer Machtleute hier aufgehalten. Also wir haben einen Verrat aufgehalten und ja, heute wollten wir uns ein bisschen weiter in der City umschauen. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumgeschaut vor der Folge, dass ich auch bei einem Informationsding in der Nähe stehe, wenn wir hier anfangen. Ich habe auch ein paar der Leute auf dem Weg bequatscht. Und wir können uns direkt hier erstmal Informationen jetzt abstauben. Weil wir wollen ja schon alles aus der City mitnehmen. Ach, guck mal, das mit dem weißen Nebel, das zweite Ding, das ist hier. Ich dachte, ich muss was auf dem Meer suchen, aber hätte ich einfach nur hingemusst. So, bevor ich jetzt hier irgendwo weitermache. Wir können ja auch mal gucken, ob wir hier was abgeben können. Warte mal. Hier auf einmalige Belohnung, weil dann können wir nämlich hier auch die Harmonie erstmal richtig steigern. Weil dann sind vielleicht auch ein paar Mal mehr Missionen da. Bei ein paar Missionen, das ist bei Xenoblade immer so, dass die sich erst auf verschiedenen Harmoniestufen freischalten, die ein oder anderen Nebenquesten. Mal gucken, wie viel wir hier abgeben können. Ich gebe jetzt extra mal nur die einmaligen Dinge ab, weil die darauffolgenden, die machen nicht so extrem viel Sinn. Die geben dann nicht mehr so viel Harmonie. So. Ich habe jetzt nicht genau geachtet, was bei Kohle Nimei mit Fiona war, aber ich denke mal, es waren die Teile wieder einfach abgeben. Hier sieht man es ja, es bringt jetzt nicht so extrem viel, das hier dann denen zu geben, weil beispielsweise bei ihm, wir kriegen nur 18 Harmonie und ein bisschen Erfahrung dann. Das macht dann nicht so extrem viel Sinn. Ich gucke jetzt nur bei Kohle Nimei eventuell, da kriegt man sogar 500 Erfahrung. Dass ich hier mal ein bisschen das steigere, weil bei in denen ist ja ganz weit hinten. Wer weiß, vielleicht kriegen wir die ein oder andere Harmoniestufe. Und Erfahrung kriegen wir ja auch ein bisschen. So. Irgendwer höher gegangen? Ja, bei Colony Tau zumindest. Und bei Colony May. Sollten wir eventuell auch nochmal vorbeischauen. Weil vielleicht ist da jetzt eine neue Nebenquest. Hier oben ist jedenfalls nur ein weiterer Container. Ich weiß es ja hier zumindest allein schon wie diesen Romero und der anderen Informationen, die wir beim letzten Mal gefunden haben, dass hier noch der ein oder andere mit uns quatschen will. Ich mache einfach mal einen Zwischencut, bis ich die gefunden habe. So, ich habe eine weitere Information gefunden, Leute. Ich drücke erstmal die falsche Taste. Was haben wir denn damit zu tun? So, und dann noch einmal weiter mindestens eine Information suchen, ne? Und ich habe eine weitere Information gefunden, Leute. And now we know things. So, sicherheitshalber noch da oben gucke ich einmal und danach nehme ich die Quest an, die da unten ist.
Also wenn da oben nichts ist, dann sehen wir uns da unten, ne? So, ich bin hier unten beim Adjutanten. Wie nennt sie ihr Terrorist? Danke für nix. Okay, wir konnten hier unten nur was abholen. Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Informationen durchgehe, ne? So, nehmen wir als erstes die Info durch, die keine Nebenquest ist. Where should I start? Das ist Politik immer. Klingt gut. So, ich gehe einfach mal von links nach rechts. I think we need to discuss this. Bisschen schade. Hoffentlich nichts Schlimmes. Nichts, was die richtige Julia aus Romeo und Julia auch getan hat. Das schafft er schon. Die schaffen das schon irgendwie. I think we need to discuss this. Einer von denen musste ja irgendwie mal recht haben, ne? Wenn auch nicht mit Absicht. Gute Idee. Wahlfreiheit.
Gottes Willen, Politik, nein! I think we need to discuss this. Ja, diesen Nebel haben wir schon kennengelernt. Wahrscheinlich irgendein Monster, das die verschlungen hat. So, besprechungsmäßig war das alles. Dann kann ich noch Stufen erhöhen? Ich habe ja immerhin gerade ganz viele von diesen Kärtchen abgegeben. Ja, ich konnte auf Stufe 68 erhöhen. I definitely feel stronger. Ach ja, ich kann ja auch noch das hier. Das nutze ich so gut wie nie. Gut, ich habe ja auch keine Materie, ne? So, dann hilf mir mal dem Ehepaar hier als erstes. Das Ehepaar, was kein Ehepaar werden darf. Ich lasse mich gerade extra noch aus dem Bild. Tut nichts Dummes. Süß. Richtig so. Hier unten war doch gerade eben auch noch was. Das stimmt, unsere Reporterin hier, ne? Now, what was it we needed? Die wollte ja Sachen von uns haben. Na gut, dann müssen wir aber auch noch einiges sammeln. Ich sehe die ganze Zeit hier auf der Karte zigtausend von diesen Untersuchungsdingern. Ah, die Halle der Erinnerung hatten wir noch nicht als Reiseziel. Man kann dann die Denkmäler durchgehen hier. Sieht ein bisschen so aus wie Schulk, nur die Brille passt nicht. Na gut, dann reise ich mal nach Cadencia, ne? Oh, hier unten ist eine Informationsquelle. Irgendwie ist das nicht auch noch eine weitere Nebenquest. Die Einstellung ist gut.
Na, wie geht's denn so? Dein Vater ist scheiße. Genau, höre nicht auf den. Warum nicht, ne? Wir sind bereit. Wir beschützen sie schon. Den Käfig? Ach stimmt, in dem Gebiet könnte da nicht auch irgendwo eine Kolonie eventuell gammeln? Ich gehe lieber in die Vorhut. Weil dann kriegen wir auch das meiste ab. I see some relations have changed. Im Ernst, könnte hier in der Umgebung nicht auch irgendwo eine Kolonie gammeln? Die Möglichkeit besteht doch. Auf jeden Fall reise ich jetzt erstmal dahin. Uff, da kommt ein Riesending. Es ist doch auch ein Bosskampf. Die Mamme fertig. Dann sehen wir eventuell auch mal endlich, was Gondor in der Angriffskette kann. Das Gratis.
Never mind. Hab doch mal ein bisschen mehr Vertrauen. Der Typ soll die Klappe halten. Jetzt könnten sie eigentlich heiraten. Jetzt, wo der Vater sie verstoßen hat, kann sie auch einen Dreck darauf geben. Ist das jetzt alles wieder gut? Ich sehe, einige Relationen haben sich verändert. Moment. Der verlässt sich auf ihn jetzt? Das kommt unerwartet. Ist hier unten sonst noch irgendwas? Oh, ein Container. Oh, seriously? It's right there, but there's no way to it. Da oben drauf. Der ist auch leicht erreichbar. Ich weiß gar nicht, was du hast, Lance. Guck. Schon bin ich dran. We should take good care of that. Ich kann ja mal oben in der City vorbeischauen, vielleicht ist da ja noch irgendwas mit den beiden. Okay, ich habe zumindest schon mal Romero gefunden. Some relations have changed.
Na gut, ne? Dann suche ich auch mal eben kurz das Mädel, ne? Ich habe den stolzen Papa zumindest schon mal gefunden, ne? Also das Mädel nicht, aber den Papa. Wahrscheinlich. Guck mal, da ist auch die Anführerin. Die hat doch bestimmt auch was dazu zu melden. Eine starke Frau. Und da habe ich sie endlich gefunden. Okay, sie hat sonst nichts weiter zu melden. Ich will eigentlich auch mal eben kurz zumindest bei Kolonie May und vielleicht auch von der von Triton mal eben kurz reinschauen. Vielleicht ist da ja jetzt noch eine weitere Nebenquest, dass wir die noch eben kurz mitnehmen. Bei Kolonie May ist ja die Harmoniestufe gestiegen und bei zweiten... Ja, da ist ja generell nicht viel los, aber vielleicht durch das neue Kapitel ist da ja vielleicht was jetzt los. Okay, Leute, ich habe mich jetzt in beiden Kolonien umgeschaut. Keiner von denen wollte irgendeine Quest für mich haben. In der Kolonie von Triton, also ganz rechts, da steht sogar nur eine einzige Person rum. Also, vielleicht sind die eigentlich gar nicht in ihrer Kolonie wirklich unterwegs, sondern sind irgendwo auf einer der Inseln, aber dann finden wir sie irgendwo nebenbei mal. Weil aktiv suchen... Könnte ein bisschen dauern. Naja, jedenfalls. Ich würde sagen, für eine Folge haben wir heute genug getan. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit den Nebenquesten. Haben ja jetzt einige aufgetragen von der City aus. Ich würde sagen, die bevorzugen wir auch als erstes. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.